Habe es eine weitere Missions-CD-Karte und noch dazu eine mit Inseln. Wir starten als Maya und haben den Auftrag, eine römische Werft auf einer anderen Insel zu zerstören. Die Insel selbst hat nur minimale Verteidigungen, die Bucht wird aber von 5 römischen Kriegsschiffen beschützt. Der Berg im Norden enthält Kohle, Eisen und Stein. Im Süden finden wir einen kleinen Felsfleck mit genug Platz für eine gut laufende Goldmine. Im Osten finden wir Kohle, Eisen und Schwefel, falls wir mit Kriegsschiffen arbeiten wollen. Am östlichen Ende der Insel gibt es ein 4. Gebirge mit allen Rohstoffen außer Gold, falls ihr mehr Bodenschätze benötigt. Da es sich hier um eine Inselkarte handelt, kann uns nichts Schlimmes passieren. Das Schwierigste ist, einen Ort für eine Werft zu finden. Kriegsschiffe brauchen wir auch nicht unbedingt, da es mindestens 2 Orte gibt, wo wir Soldaten abladen können. Die Römer haben einer Elitetruppe aus L3-Schwertkämpfern wenig entgegenzusetzen. Das Ergebnis ist eine ruhige Karte, die in weniger als 30 Minuten Echtzeit durchgespielt werden kann. Hier hätte vielleicht noch irgendeine Art von Gimmick gefehlt, aber für eine ruhige Siedlerrunde ist die Karte gut brauchbar.